Liebe Studierende, herzlich willkommen diese Woche auch wieder zur Statistik 1 und genauer zur Inferenzstatistik. Wir befinden uns so mittendrin in der Inferenzstatistik. Wir haben letztes Mal im letzten großen Video das Wichtigste eigentlich etabliert, nämlich den zentralen Grenzwertsatz. Wir haben gesehen, und das war schon ziemlich verrückt eigentlich auch, dass unsere Statistik, die wir ausrechnen, aus unserer Stichprobe, zum Beispiel so ein Mittelwert, dass das eigentlich eine Zufallsvariable ist, dass man sich die vorstellen kann, also wie einen möglichen Mittelwert von einer ganzen Familie von Mittelwerten, die alle hervorgebracht würden vom gleichen Warenwert auf Populationsebene, vom gleichen Parameter. Oft machen wir es jetzt gerade so, dass wir von einem Mittelwert sprechen, zum Beispiel x quer und entsprechend von einem Parameter, der dann der Erwartungswert μ auf Populationsebene ist. Wir hatten gesehen, wenn n gegen unendlich geht, also die Anzahl der Stichproben, muss man in dem Fall sagen, dann können wir immer sicherer annehmen, dass dieser eine Mittelwert, den wir beobachtet haben, eigentlich so einer ganzen Verteilung von möglichen Mittelwerten entstammt, rund um den wahren Wert. Wir hatten gesagt, der Mittelwert ist ein erwartungstreuer Schätzer. Wir wissen, on the long run, sagt der Frequentist an der Stelle oder die Frequentistin, on the long run ist dieser Mittelwert eine Statistik, der ganz genau den wahren Wert treffen wird. Und heute machen wir uns genau das zunutze, um diese Punktschätzung, also zu sagen, der Mittelwert ist meine beste Punktschätzung für den wahren Wert, zu ergänzen um eine sogenannte Intervallschätzung. Wir wollen mit Intervallschätzungen, können wir uns hier gleich im nächsten Bild auch gleich angucken, quasi einen Wertebereich berichten. Wir wollen sagen, rund um diese, nun ja, beste Punktschätzung, die wir gerade haben, wollen wir einen ganzen Bereich plausibler Werte für den wahren Wert angeben. Hier sehen Sie drei verschiedene Bilder, die versuchen, diese Idee ein bisschen einzufangen. Das eine ist ein Fahrkartenkontrolleur, sieht so entfernt nach Berliner S-Bahn aus oder so. Dann steht hier noch irgendwie was über Nebenwirkungen in diesem zweiten Beispiel. Und dann sind da unten noch so Schrauben. Alle drei Bereiche haben damit zu tun, dass Anwenderinnen, Anwender von Statistik ihre Unsicherheit, die sie haben bei so einer Punktschätzung, also beim Ermitteln von einer so einer, von so einem Lagemaß kann man ja sagen, von so einer Statistik wie einem Mittelwert. Oder im zweiten Beispiel mit den Nebenwirkungen bei dem Ermitteln von einem Anteil. Wie oft trat denn in meiner Stichprobe eine bestimmte Nebenwirkung, zum Beispiel Entzündung im Magen-Darm-Trakt, auf? Diese Punktschätzung wollen wir ergänzen um Intervallschätzungen. Wenn Sie nämlich diesen Fahrkartenkontrolleur nehmen, können Sie ja schon sagen, wenn der einen Tag S-Bahn gefahren ist und er kommt abends irgendwie ins Büro, falls es sowas gibt, zurück bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Und der hat am Tag also, sagen wir mal, 10 Schwarzfahrer erwischt. Oder 15. Wahrscheinlich. Egal. X Schwarzfahrer erwischt. Dann interessiert die BVG natürlich, oder vielleicht auch den Finanzchef der BVG, wie viele Leute fahren denn wirklich schwarz. Also das ist natürlich ja nur eine Stichprobe. Und selbst wenn morgen genau gleich viele schwarz fahren würden, würde dieser Kontrolleur wahrscheinlich einen leicht anderen Wert mit zurückbringen aus seiner Stichprobe. Das heißt, so ein Bereich der Unsicherheit wäre einfach auch gut. Es wäre gut zu wissen, in welchem Bereich denn der Anzahl der Schwarzfahrer liegt. Genauso bei den Nebenwirkungen. Es wäre gut zu wissen, auch wenn die Nebenwirkung zum Beispiel nie aufgetreten ist. Ja? Sie haben 1000 Patienten, nachdem das Medikament neu auf dem Markt ist, haben sie 1000, 2000 Leute noch ein paar Jahre verfolgt und nie ist jemand dran verstorben. Dann können Sie sagen, die Nebenwirkung tritt nicht auf. Aber wie sicher können Sie sich sein, hinsichtlich so einer Art Obergrenze für wie häufig eben doch Versterben sein könnte? Das ist jetzt in dieser Stichprobe von 1000 Leuten nicht passiert. Aber heißt das, dass es nie passieren kann? Wir hätten schon gern so eine, dann in dem Fall so eine obere Schranke, und würden einfach gern unsere Unsicherheit bei diesen Aussagen, die wir in einer Stichprobe treffen, beziffern.
Und bei den Schrauben ist es genauso. Da sollen die Schrauben alle die gleiche Länge haben, aber es gibt immer Abweichungen, es gibt immer Messungenauigkeit, Produktionsungenauigkeiten und auch da wollen Sie als Produzent vielleicht wissen, in welchem Bereich liegt mein wahrer Wert, meine wahre Schraubenlänge, die ich heute so herstelle mit dieser Maschinerie tatsächlich. Und wenn dieser Unsicherheitsbereich irgendwie mir zu groß wird, dann ist es vielleicht Zeit, am Qualitätsmanagement zu gucken. Also Konfidenzintervalle sind ein wichtiges Tool, das eint eigentlich diese drei Beispiele auch des Qualitätsmanagements. Und so kann man auch sagen, zum Beispiel, wenn ich sage, ich baue Autos, ich baue Autositze, dann ist es nett zu wissen, dass die Menschen im Schnitt 180 oder im Schnitt 170 Zentimeter groß sind, so die Europäerinnen und Europäer. Aber ich möchte vielleicht schon gern wissen, was ist eine Spannbreite möglicher Werte für den Populationsparameter, da ich ja eben nie alle Leute werde befragen können, sondern immer nur eine Stichprobe, einen kleinen Ausschnitt habe. Und dieses Konfidenzintervall ist insofern ein sehr wichtiges Werkzeug in der Inferenzstatistik, weil es versucht mir zu sagen, über welchen Wertebereich auf Populationsebene reden wir denn mit gewisser Sicherheit, ja? Darum wird es heute gehen und eben Wissenschaftler, Therapeutinnen, alle, die irgendwie was zu entscheiden haben auf der Basis von Daten, Qualitätsmanagement klang schon an, den tun Sie auch als Auswertenden einen großen Gefallen, wenn Sie sich daran erinnern, dass das, was Sie in Ihrer Stichprobe gemessen haben, mit Unsicherheit behaftet ist. Ja? Und jetzt vorneweg steigen wir ein in die Konfidenzintervalle und wie gesagt, wir nehmen alles mit, es gilt alles weiterhin, was wir in der letzten Woche quasi beim zentralen Grenzwertsatz und beim Schätzfehler oder Standard Error interpretiert haben. Das brauchen wir jetzt alles weiterhin und machen jetzt mal kurz, letztlich auf einem Slide, kurz die Logik des Konfidenzintervalls vorne ab. Ich kann sagen, Achtung, wenn wir dank des zentralen Grenzwertsatzes wissen, wie sich unser Stichprobenmittel als Realisation einer Zufallsvariable rund um das unbekannte μ, rund um den unbekannten Parameter verteilt. Nämlich, wenn n hinreichend groß, folgt es einer Normalverteilung, vielleicht wenn n eher klein, sagen wir mal einer t-Verteilung, Sie erinnern sich. Aber einer schönen symmetrischen Verteilung rund um den wahren Wert. Wenn wir das wissen, hier ist meine Stichprobe, hier ist mein unbekannter Wert μ, dann wissen wir ja umgekehrt auch, wo das unbekannte μ ist, rund um die Stichprobe. Oh, das war der andere Finger. Also wenn ich das hier als meine Stichprobe nehme, dann weiß ich irgendwie auch, was der Abstand zu μ mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist. Und das ist auch schon die Grundidee, der wir jetzt ein bisschen nachgehen wollen. Ja? Distanz von meiner Schätzung zum wahren Wert ist eben irgendwie das gleiche wie der Abstand vom wahren Wert zur Schätzung. Man könnte das mal so verbildlichen nochmal, dass man sagt, im zentralen Grenzwertsatz haben wir das ja so etabliert. Wir haben gesagt, der Mittelwert liegt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Abstand zu μ. Und zwar ist es so, je näher er dran ist, umso wahrscheinlicher ist es eigentlich. Oder es ist sehr wahrscheinlich, dass er relativ nah dran ist. Und relativ selten kann man auch mal Pech haben und landet weit weg. Denken Sie an das Beispiel aus dem zentralen Grenzwertsatz, wo die Studierenden an die Tafel ihre kleinen Stichproben gemalt hatten. Und dann waren da eben ein paar Studierende dabei, die hatten, obwohl der wahre Wert 10,65 war, hatten die halt in ihrer kleinen Stichprobe einen Mittelwert von 13 bekommen. Das war relativ weit weg, aber es war eben auch ein unwahrscheinliches Ereignis, dass das passiert. Und es ist auch nicht vielen Studierenden entsprechend passiert. Wenn das also so gilt, dann kann ich sagen, entweder dort oder dort in der Richtung, aber je weiter weg, desto unwahrscheinlicher wird der wahre Wert schon liegen. Das war der zentrale Grenzwertsatz. Und dann gilt eben umgekehrt auch, das nutzen wir jetzt heute im Konfidenzintervall zu sagen, wir haben unsere Punktschätzung, unsere Statistik ermittelt und dann liegt also auch der wahre Wert entweder in der einen Richtung, maximal, also je weiter weg, desto unwahrscheinlicher, also können wir sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt er ein bisschen in der Richtung oder in der anderen Richtung, sodass man das auch ein bisschen um die Ecke jetzt halt eben zum Beispiel mit zwei solchen
Verteilungen darstellen kann, wenn wir sagen, entweder wir reden über eine Population, die quasi eigentlich da drüben liegt, maximal, und dann hätten wir mit unserem Mittelwert schon was ziemlich Unwahrscheinliches gehabt. Oder in der anderen Richtung, dann wäre es auch ziemlich unwahrscheinlich gewesen. Oder eben auch alle möglichen dazwischen sozusagen. Ja? Die sind eigentlich sogar wahrscheinlicher, muss man sagen. Weil wir hatten ja gesehen im zentralen Grenzwertsatz, am wahrscheinlichsten landest du mit deiner Statistik relativ nah am wahren Wert und eben entsprechend unwahrscheinlich ein oder zwei oder drei Standardfehler davon weg. Das wäre dann schon großes Pech, kann man sagen. Ja? Und jetzt kommt eigentlich eine kleine Definition. Wird es nur so ein bisschen technischer, aber im Prinzip haben Sie die Idee des Konfidenzintervalls jetzt schon vor sich. Wir müssen nur gucken, wie da jetzt noch so ein zu berichtendes Intervall draus wird, und wir müssen uns auch anschauen, ob das wirklich funktioniert. Die ganze Idee, die wir hier gerade verfolgen, die stammt im Übrigen von Jiří Nejman oder Neumann, einem sehr, sehr wichtigen Statistiker, den wir in ein paar Wochen nochmal sehen. Oder dort spielt er eine ganz wichtige Rolle, wenn es dann um den Signifikanztest geht. Heute taucht sein Name hier gar nicht auf, aber ich sage Ihnen das schon mal. Der Jiří Nejman, der zusammen mit Egon Pearson auch die Signifikanztestung, wie wir sie heute machen, sehr stark geprägt hat, der hat auch dieses Konfidenzintervall erfunden hier. Der hat gesagt, lassen Sie uns eine Fehlermarge definieren oder einen Margin of Error, ist auch das Fachwort dafür, den wir so als größten wahrscheinlichen Schätzfehler rund um Mü bereit sind zu akzeptieren. Also nochmal, denken Sie mal an diese Grenzwertsatzverteilung. Große Fehler sind unwahrscheinlich, kleine Fehler ziemlich wahrscheinlich, also machen immer einen gewissen Schätzfehler. Und wir können es ja jetzt quasi überlegen, wir wissen ja, die Fläche unter dieser ganzen Verteilung ist 1. Wir können uns jetzt irgendwie überlegen, wie viele Fehler wir so bereit sind zu machen. Und wir könnten zum Beispiel sagen, wir wollen eigentlich nur einen kleinen Fehler machen, vielleicht einen von 5%. Oder anders gesagt, wir wollen eigentlich sagen, in 95% der Fälle, also 95%, wollen wir einen Fehler machen, der eigentlich kleiner ist. Man kann es formell so ausdrücken. Wir können sagen, das sind Definitionen quasi, die wir jetzt machen. Wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meiner Statistik x quer von dem unbekannten Wert μ weg gelandet bin, oder dass ich näher an dem wahren Wert dran gelandet bin als dieser definierte Margin of Error, soll sehr hoch sein. Soll 95% sein. Also das ist jetzt hier definiert als eine Art Sicherheit. Ich möchte eine hohe Sicherheit haben. Da kommt auch der Begriff der Konfidenz her. Ich möchte mir sehr sicher sein, dass ich einen kleineren Fehler gemacht habe als diesen Margin of Error. Ja, der Margin of Error soll sozusagen so eine obere Grenze abstecken. Das haben Sie vorher auch in dem Bild gesehen. Da kann ich vielleicht hier doch gerade nochmal zurückgehen, als ich hier Ihnen diese beiden Verteilungen gezeigt hatte. Gucken, bis ihr das im Bildschirm. Diese zwei unten gezeigten Verteilungen, die sind sozusagen, sehen Sie ja, einmal der Margin of Error in die Richtung oder in die andere Richtung, aber das sollen so die größten noch akzeptablen Fehler sein. Und alles dazwischen wäre ja ein kleinerer Fehler, und das wäre eigentlich ganz prima. Also an der Stelle sind wir gerade sozusagen, dass wir diese Definition hier haben und sagen, okay, wir wollen definieren die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Fehler gemacht habe, der kleiner ist als so ein Margin of Error oder MOE, die soll hoch sein, 95%. Und das heißt aber natürlich auch, es bleibt durchaus eine Wahrscheinlichkeit, in diesem Fall eine 5% Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ich eben doch der arme Knilch war, der mit seinem Mittelwert weiter weg vom wahren Wert gelandet ist. Ja? Denken Sie immer warnend an die eine Studierende oder den einen Studenten, der bei diesen Mathe-Kompetenztests aus dem Umschlag eben ein paar Werte rausgefischt hat und einen Mittelwert von 13 ermittelt hat. Ja? Und wenn das nun mal seine Bachelorarbeit war, dann berichtet er in seiner Bachelorarbeit, Mittelwert von 13 ist meine beste Schätzung für den Populationswert.
Wir wissen aber, der Populationswert ist nicht nirgends bei 13, sondern er war bei 10,65. Insofern hat dann dieser Mensch einen relativ großen Fehler begangen, aber ja, die Wahrscheinlichkeit bleibt. Ja, also sozusagen die Restunsicherheit. Und diese Fehlerwahrscheinlichkeit, die Sie jetzt hier sehen, diese 5%, die sind sozusagen eigentlich Neimanns Verdienst, das zu definieren. Diese Fehlerwahrscheinlichkeit, die heißt Alpha. Die nennen wir Alpha. Und im Signifikanztest wird uns das wieder begegnen. Wir werden sehen, es ist eigentlich genau das Gleiche, diese Fehlerwahrscheinlichkeit, die man sich a priori überlegt, bevor man so ein Intervall hier ausrechnet, muss man sich überlegen, was ist man bereit an Wahrscheinlichkeit wirklich jetzt daneben zu hauen, in Kauf zu nehmen. Und das könnten zum Beispiel 5% sein. Das wäre dann eine Sicherheit von 95%. Also, nochmal in Text. Wir können gar nicht ausschließen, dass wir einen größeren Fehler begangen haben. Ja? Aber wir wollen den Fehler unwahrscheinlich machen oder klein halten. Jetzt bleibt die sehr technische Frage, und da wird der zentrale Grenzwertsatz gleich wieder die entscheidende Rolle spielen. Wie formulieren wir das denn jetzt? Wir hatten ja in dieser anderen Formel nur gesagt, das war ja wirklich nur so eine Definition, zu sagen, ich möchte halt gern die Sicherheit haben, dass ich einen Fehler gemacht habe, der kleiner ist als dieser Margin of Error. Wie können wir das wirklich in Werte überführen, die wir dann auch ausrechnen können? Wir erinnern uns gut an den zentralen Grenzwertsatz, den haben wir vor Augen. Zu sagen, das Stichprobenmittel ist, wenn ich es sozusagen Z transformiere, kann ich fast auch sagen, nämlich sozusagen in Abstand setze zu einem hypothetisierten Populationsmittel und teile es durch seine Verteilung, also durch seine Sampling Distribution, oder durch die Standardabweichung dieser Sampling Distribution, das war der Standardfehler. Kann es vielleicht doch auch, sonst gehe ich jetzt doch auch mal mit meinem Stift hier rein, nochmal während ich rede, damit es nicht ganz so abstrakt bleibt. Das da unten war ja der Standardfehler. Ja. Schreib es auch gerne nochmal hin. Das ist der Standardfehler. Und das da oben das hypothetisierte Mittel. Dann weiß ich, das folgt einer, Achtung, Standardnormalverteilung. Ja, weil ich sozusagen, ich weiß, das Stichprobenmittel verteilt sich normal, aber wenn ich sozusagen es in Bezug setze zu einem bestimmten hypothetisierten Mittel, Populationsmittel, und in Bezug setze zu seinem wirklichen Standardfehler, dann bekomme ich sogar was Standardnormalverteiltes raus, wo ich weiß, das ist rund um 0 mit einer Standardabweichung von 1 oder einer Varianz von 1. Das ist natürlich cool. Das heißt, ich kann jetzt die gaußsche Normalverteilung mir nehmen, ich kann mir auch die Z-Tabelle nehmen. Man kann aus so einer Standard-Normalverteilungs- oder Z-Tabelle ablesen, mit welchem Z-Wert oder in welchem Bereich von Z-Werten ich wie viel Fläche unter dieser Kurve abgreife. Und nochmal, die Fläche unter einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung ist eine Wahrscheinlichkeit. Ja, die ganze Fläche ist 1 darunter und ich kann mir jetzt sozusagen schauen, wo unter dieser Kurve finde ich eigentlich 95%. Gucken, dass ich da nicht zu weit vorgreife. Ne, hier haben wir das auch schon. Das würde ich jetzt hier auch gerne mal grafisch zeigen. Und die Abbildung, ohne das Ganze, dass wir über Konfidenzintervalle gesprochen hätten, kennen Sie natürlich schon. Die haben wir schon, das haben wir uns ja quasi grob mitgenommen, als wir die Normalverteilung kennengelernt haben. Da haben wir gesagt, wirklich auch eine Daumenregel, die man kennen sollte, zwischen etwa minus 2 und plus 2 Standardabweichungen von irgendwas Normalverteiltem liegen 95% aller Fälle. Und das heißt in dem Fall in Wahrscheinlichkeiten gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, die Fläche unter der Kurve ist 95% der Fläche. Jetzt ist es hier noch ein bisschen genauer gemacht. Hier steht jetzt nämlich eine ganz berühmte Zahl, minus 1,96. Die Zahl, die ist so berühmt, dass sie sogar ihren eigenen Wikipedia-Eintrag hat, weil sozusagen die minus 2, 2 sind eine wichtige Daumenregel, aber wenn man es ganz genau nimmt, kann man sagen, bei einer Standardnormalverteilung wirklich die genau dieser gaußschen Formel folgt, da ist es genauso, dass bei 1,96, minus 1,96 bis 1,96 ich 95% der Fläche habe. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir waren bereit, also jetzt für dieses erste Beispiel sozusagen, wir sind bereit, eine 5%ige Fehlerwahrscheinlichkeit in Kauf zu nehmen. Also wir sind bereit, dass
wir die armen Schweine sind, deren Abstand zum Warenwert mit ihrem Stichprobenmittel leider größer ist als gewollt. Und wir entsprechend dann, wenn wir dann so ein Margin of Error zum Beispiel gleich einzeichnen, eben unseren Warenwert quasi nicht eingefangen haben. So kann man sich das auch vorstellen. Aber viel besser ausgedrückt, 95% Sicherheit haben wir, dass wenn wir unser Konfidenzintervall, das wir hier gerade bauen, oder sagen wir erstmal unseren Margin of Error so bestimmt haben, dass wir dann 95% oder dann sind wir mit 95%iger Sicherheit so gelandet, dass wir unseren Warenwert eingefangen haben oder überdeckt haben. Und vieler Worte einfacher Sinn eigentlich, wie es hier jetzt auch schon gezeichnet ist, ich brauche einen Z-Wert, der mir also diese Fläche abtrennt, und zwar brauche ich einen, der quasi die, in dem Fall jetzt die mittleren 95% meiner Verteilung einfängt, und das heißt, er muss insgesamt 5% noch abschneiden. Da so eine Verteilung ja aber symmetrisch ist und wir jetzt hier eben auch überhaupt keine, wir wollen schon irgendwie diesen Margin of Error so formulieren, dass wir entweder sagen könnten, naja, wir könnten oben einen Fehler gemacht haben oder unten einen Fehler gemacht haben. Wir wissen ja nicht, wo der wahre Populationswert liegt. Und deshalb machen wir das jetzt hier so symmetrisch, dass wir sagen, wir schneiden Alpha halbe Prozent eigentlich oben und unten ab. Das heißt, wir schauen eigentlich in so einer Z-Tabelle jetzt gar nicht 95% nach, da müssen wir aufpassen. Da können Sie, wenn Sie jetzt ganz verwirrt sind, gerne nochmal zurückgehen zu den Videos über die Standard-Normalverteilung beziehungsweise auch über das Nachschauen bei Standard-Normalverteilungen. Also ich glaube, das ist das Video zu den Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Dort haben Sie am Schluss auch Slides und es gibt auch in jedem Lehrbuch dazu nochmal Erklärungen, wie solche Tabellen natürlich üblicherweise nicht den mittleren Bereich von der Wahrscheinlichkeitsverteilung uns abtragen, sondern diese Tabellen, die berichten uns üblicherweise eben die kumulierte Verteilung. Und wenn wir dann sagen wollen, wir wollen oben 2,5% abschneiden, dann müssen wir also, Achtung, einen Z-Wert nachgucken, der nicht 95% abschneidet, sondern 97,5%, also nur 2,5% oben übrig lässt. Und den spiegeln wir dann noch runter. Und der Z-Wert, der das tut, ist also der berühmte 1,96 hier unten. Im Slide sehen Sie andere, auch relativ häufige Z-Werte, die wir brauchen oder die wir, also wenn Sie das jetzt hier alles mal 15 Jahre machen würden, wie ich, dann kennen Sie zum Beispiel auch den 2,58 ganz gut, weil Sie wissen, ach so, ein 2,58 Z-Wert oder auch grob 2,5, der schneidet schon oder der fängt schon 99% von der Standardnormalverteilung ein. Hier nochmal die Tabelle, so eine Z-Tabelle, wie sie uns auch in der Formelsammlung oder im sogenannten Appendix vorliegt und wie auch Ihnen im Übrigen in der Klausur vorliegen wird. Sie sehen da, dass so kumuliert sozusagen ein halbes typisches Alpha, nämlich 2,5% einer Standardnormalverteilung von dem Wert minus 1,96, so ist diese Tabelle zu lesen. Das sollte man vielleicht doch einmal kurz hier nachfragen, wobei es ist eigentlich eingezeichnet. Also, wir suchen einen Z-Wert, der 2,5% von einer Standardnormalverteilung abschneidet. Welcher ist das? Das ist der Wert minus 1,9 Nachkommastelle 0,6, also zweite Nachkommastelle, also minus 1,96. Ja? Das nur nochmal, wie dieser Wert, wo dieser Wert herkommt. Und jetzt waren wir ein bisschen aktiv eingetaucht in das Standardnormalverteilung, Fläche, welcher Z-Wert schneidet wie viel Fläche ab, warum machen wir das alles? Nochmal, wir sind auf der Suche nach dieser Fehlermarge. Wir wollen definieren, wie müssen wir diese Fehlermarge, also jetzt stellen wir das Problem sozusagen auf die Füße. Wir hatten vorher definiert, wir wollen die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen größeren Fehler machen, klein halten oder bei einer bestimmten Prozentzahl wie 5% kontrollieren. Und dafür brauchen wir jetzt den richtigen Margin of Error. Und der richtige Margin of Error, der genau das tut, ist also einer, der 1,96
sechsmal sozusagen unsere ja zum Glück normal verteilte Größe Mittelwert abschneidet. Ja? Der Mittelwert, normal verteilte Größe und wir wissen, links oder rechts von unserem Mittelwert, wir wissen nicht genau in welche Richtung, aber wenn wir quasi im Prinzip zwei Standardabweichungen rund um unseren Mittelwert gehen, von seiner angenommenen Verteilung, die angenommen normal verteilt sein sollte, dann müssten wir doch mit großer Sicherheit unseren wahren Wert μ überdeckt haben. Die Faustregel, die Sie sich hier auch merken können, ist einfach zweimal ein Standardfehler. Ja, den Standardfehler, den können Sie ausrechnen. Da hatten wir gesagt, dann nehmen wir ja üblicherweise unsere Stichproben-Standardabweichung dafür und teilen die durch Wurzel n. Das ist der Standardfehler, das ist die klassische Formel für den Standardfehler. Und zweimal diese Größe ist dann also so ein Margin of Error. Jetzt haben wir eigentlich quasi alles, was wir brauchen für ein Konfidenzintervall. Anders ausgedrückt, 95% aller möglichen Stichprobenmittelwerte. Sie haben natürlich nur einen. Aber wir sehen gleich auch noch eine Demonstration, wo wir mal tatsächlich ganz viele Stichproben ziehen. Dann sehen wir, ob das so hinhaut. Also, 95% aller möglichen Stichprobenmittelwerte sollten höchstens etwa plus minus zwei Standardfehler oder 1,96 Standardfehler sogar von unserem unbekannten Populationsmittel entfernt zu liegen kommen. Ja? Das wäre gut. Und wir haben dann quasi mit dieser Box eingefangen. Alle Werte, die innerhalb dieser imaginierten Box von 1,96 mal dem Standardfehler in jeder Richtung zu liegen kommen, dort sollten wir eigentlich einen kleineren Fehler gemacht haben als unsere noch zu akzeptierende Fehlermarge. Jetzt haben wir alles wirklich, was wir brauchen. Wir haben einen Mittelwert, das war unsere Punktschätzung. Der selber spielt eigentlich gar keine Rolle, könnte jetzt auch ein anderer sein, aber um den geht es uns eben. Diese Punktschätzung des Mittelwerts hier in 1, die wollen wir jetzt ergänzen um eine Intervallschätzung. Dafür brauchen wir den Standardfehler dieses Mittelwerts und dann definieren wir nach Neumann diese gerade noch akzeptable Fehlermarge, so eine Art größten Fehler, den wir bereit sind zu machen. Und wenn wir hier mit einem Konfidenzintervall nach der Normalverteilung operieren, weil wir davon ausgehen, dass der zentrale Grenzwertsatz greift und dass dieser Mittelwert, um den es uns hier geht, eine normal verteilte Größe ist, dann können wir nach dieser Formel sagen, das, was hier als MOE bezeichnet ist, das kann ich mir ausrechnen aus dem richtigen Wert aus einer Standard-Normalverteilungstabelle, dem richtigen Z-Wert, das will ich richtig ablesen, und dem Standardfehler, den ich da gerade in 2 ausgerechnet habe. Und dann kann ich sagen, in 95% aller Fälle, wo ich das Konfidenzintervall nach diesem Prinzip konstruiert habe, werde ich nicht mehr als diese Fehlermarge daneben liegen. Meistens wird es gut gehen. Und das ist eine Aussage der Konfidenz. Ich kann dann Vertrauen haben, Confidence haben, dass dieses System funktioniert hat und dass diese Intervallschätzung mir genau diese Aussage erlaubt. Frage an Sie, kurz, nachdem ich Sie so ein bisschen jetzt schwindlig gespielt habe, mal wieder. Hier sind 3 Faktoren. Welcher Faktor beeinflusst die Fehlermarge nicht, den Margin of Error? Das Stichprobenmittel, das Sie in Ihrer Stichprobe gemessen haben. Das gewünschte Level an Sicherheit, das Sie sich von Ihrem Konfidenzintervall erhoffen. Das könnten 90% sein, 95, 99. Vielleicht sind Sie mal auch mit 68% Zufriedenheit zufrieden. 68% Sicherheit zufrieden, Verzeihung. Oder der Standardfehler. Welcher dieser 3 hat nichts damit zu tun? Die Antwort ist das Stichprobenmittel. Das hatte ich gerade schon angedeutet. In dem Maße, in dem ich sage, der Margin of Error, MOE, auf dem Slide vorher nochmal gucken, setzt sich zusammen aus einem gewünschten Level an Sicherheit, sprich einem Z-Wert. Der hat nichts mit den Daten zu tun, sondern das überlege ich mir und dann schaue ich in einer Z-Tabelle nach, wie viel Sicherheit ich haben will und nehme den richtigen Z-Wert dafür. Oder welche Fehlerwahrscheinlichkeit, also 1 minus Sicherheit ich haben will. Ja, und das Ganze mal meinem Standardfehler.
sozusagen. Insofern ist quasi hier dieses hier die falsche Antwort quasi. Also, oder die, die den Margin of Error nicht beeinflusst und entsprechend hier die richtige Antwort. Schönes Beispiel auch für eine Klausurfrage, wie sie es bei mir ja auch manchmal haben. Wenn es dann eben doch mal so rum formuliert ist, dann wäre jetzt A hier das anzukreuzen. Ja? Gut, wenn wir also nicht sehr viel Pech hatten, dann fällt unsere Punktschätzung, unser Stichprobenmittel M oder X quer, in eine Schlagdistanz zum Warenwert μ, die nicht größer ist als der Margin of Error, den wir dann gerade ausgerechnet haben. Aber wir müssen natürlich aufpassen, das hatte ich im Eingangsbeispiel versucht zu illustrieren, wir wissen ja nicht, in welche Richtung, sozusagen. Wir wissen ja nicht, wo in so einer sich verwirklicht habenden Verteilung nach dem zentralen Grenzwertsatz wir mit unserem einen Stichprobenmittel gelandet sind. Also sozusagen, wir müssen diesen Margin of Error, wie wir ihn jetzt ausgerechnet haben, schon zweimal anwenden. Wir müssen schon sagen, na, entweder in der Richtung, dort müsste irgendwo das wahre μ liegen, oder in der Richtung. Und ziemlich wahrscheinlich liegt es nicht weiter als 1,96 Standardfehler in der Richtung oder 1,96 Fehler in der in den 1,96 Standardfehler in der Richtung. Ja? Irgendwo dort, wenn ich quasi meine beiden Ärmchen dann so ausstrecke, wird es schon liegen. Das ist das Konfidenzintervall, was wir uns jetzt mühsam hier in fast einer halben Stunde erarbeitet haben. An der Stelle haben wir uns einen Hamster verdient. Das war jetzt so auch irgendwie verdichtet. Da flog uns jetzt gerade alles um die Ohren mit Z-Werten, Standard-Normalverteilung. Das Alpha, die Fehlerwahrscheinlichkeit, mussten wir halbieren, weil wir in beide Richtungen sozusagen unsere Unsicherheit verteilen wollen. Da hat man sich dann schon mal so ein Bild verdient. Das hatte meine Frau, glaube ich, mal vorgeschlagen. Hat sie gesagt, zeig doch mal so ein Katzenbild oder sowas an der Stelle. Und dann habe ich gedacht, Katzenbilder sind abgelutscht. Aber dann kam mir dieses Hamsterbild unter und das ist immer mein Erholungsbild, was ich in den ganz harten Vorlesungen dann manchmal kurz an der Stelle zeigen muss. Gut, nach diesem Hamster können wir sagen, wir haben ein Konfidenzintervall für den Mittelwert hiermit etabliert. Wir haben unsere Punktschätzung, unser Mittelwert, ein super Schätzer, schon sehr, sehr gut für den wahren Wert, ergänzt um eine Intervallschätzung, indem wir gesagt haben, wenn ich von diesem Mittelwert, den ich da habe, einmal den Margin of Error abziehe und einmal ihn dazu addiere, dann kann ich mir so eine Spannbreite plausibler Werte ermitteln. Ich kann mir einen Bereich von Werten ermitteln, in dem der wahre Wert liegen müsste, oder ich versuche es ganz konkret zu sagen, wir sprechen nachher noch über erlaubte und nicht erlaubte Interpretationen des Konfidenzintervalls, aber ich versuche es einmal richtig zu sagen, dann habe ich, wenn ich so mache, ein Intervall konstruiert, das in 95% aller Fälle, wo ich solche Intervalle konstruiere, hinhaut. Also die Konfidenz ist eigentlich nicht, wenn man es ganz genau nimmt, eine Konfidenz in die hier jetzt vorliegenden Werte, sondern es ist eine Konfidenz in das Verfahren. Ich habe ein Intervall mir konstruiert, auf dessen Funktionieren on the long run, frequentistisch gedacht, wenn ich 1000 Stichproben ziehen würde, ich vertrauen kann. Das ist eine Subtilität, die aber wichtig ist. Ganz wichtig, nochmal, wenn wir diese Formel hier anschauen, das, was hier unten auch nochmal steht, es ist Ihre Entscheidung als Auswerterin letztlich, auch wenn Sie zum Beispiel, stellen wir uns vor, Sie arbeiten im Qualitätsmanagement, und im Übrigen sind zum Beispiel Lehrevaluationen, die wir hier an der Uni viel durchführen, auch so ein Teil des Qualitätsmanagements, wenn Sie so wollen, dann müssen Sie sich mal entscheiden, wie viel Sicherheit Sie eigentlich wollen. Wollen Sie 99% Sicherheit in dieses statistische Schätzverfahren oder reichen Ihnen vielleicht 70% Sicherheit? Und 95% haben sich eben so ein bisschen etabliert als einen Standard, aber 99% sehen Sie auch immer mal wieder und auch 90% sehen Sie hin und wieder. Sicherheit, Margin of Error. Wir hatten vorher schon gesagt, da wir nicht wissen, in welche Richtung der wahre Wert liegt, um sicher zu gehen, extendieren wir diesen Margin of Error ja in beide Seiten.
Und dieser Margin of Error ist also offensichtlich eine Funktion von dem Standardfehler und dem gewählten Level an Sicherheit. Und der Standardfehler, der hat wiederum sehr viel damit zu tun, wie groß Ihre Stichprobe war, richtig? Nochmal zur Erinnerung, wenn Sie 2000 Leute hatten, dann sind Sie halt, können Sie halt relativ sicher sein, dass Sie eine kleine, Sie bekommen einen kleinen Standardfehler, eine kleine Streuung Ihrer Kennwerteverteilung, die dem zugrunde liegt, und entsprechend also auch eine genaue Schätzung. Wenn ich Sie also dann mal so frage, jetzt welches Konfidenzintervall wird am größten ausfallen? Am größten Konfidenzintervall. Von einem unteren Wert bis zu einem oberen Wert, hatten wir gesehen. Ja, wird das ausgerechnet. Mittelwert minus Margin of Error, Mittelwert plus Margin of Error ist ein Intervall. Welches wird am größten ausfallen auf der Basis von n gleich 5, wenn Ihre Stichprobe 5 Datenpunkte hatte? Wenn die 36 Datenpunkte hatte oder wenn die 120 Datenpunkte hatte? Des Weiteren könnte ich Sie fragen, können Sie sich fragen, welches Konfidenzintervall wird größer ausfallen? Eins mit 68%iger Sicherheit, wo Sie sich zufrieden geben, ein Intervall konstruiert zu haben, was, wenn man es so konstruiert, in 70 von 100 Fällen den wahren Wert schon irgendwie überdeckt. Oder ein CI mit, sagen wir mal, 97%iger Sicherheit, wo Sie also sagen, das ist, dieses Intervall ist so konstruiert, dass es in 97 von 100 Fällen den wahren Wert überdecken sollte. Die Fragen, Antworten lasse ich aus dem Video jetzt wirklich raus, weil die auch relativ naheliegend sind. Ah nein, sie kommen doch. Ich wollte sie jetzt wirklich weglassen, aber hier haben Sie sie kurz. Und dann gehe ich aber auch gleich weiter. Warum das nämlich so ist, das ist wirklich was, was Sie sich selber nochmal überlegen sollten. Hier sehen Sie auf einen Blick jetzt mal ein paar Daten und nochmal die Zusammenhänge, um die es uns so ein bisschen ging. Stellen Sie sich vor, hier in Rot eine kleine Stichprobe. Das ist die Größe der Mütter der Befragten zum Beispiel. Ja, wir haben also hier 23 Studierende zum Beispiel befragt und dann haben die so berichtet, wie groß ihre Mutter ist, so genau das halt sein kann. Und dann bekommen wir diese Verteilung. Hier in Rot eingezeichnet ein Mittelwert, das also unsere beste Punktschätzung, die wir hatten. Und das versuchen wir jetzt zu ergänzen um Intervalle. Was könnten Sie machen? Sie könnten sagen, ich trage aus der Deskriptivstatistik ja bekannt, die Standardabweichung ab. Ich könnte jetzt hier sagen, ich mache einmal eine Standardabweichung, so als Streuungsmaß, natürlich kann ich das machen. Ich kann sagen, ich mache einen Strich von minus einer Standardabweichung bis plus einer Standardabweichung. Wenn es sich hier um eine normal verteilte Größe handelt, haben Sie natürlich eine schöne Aussage getroffen über, Achtung, Ihre Stichprobe, richtig? Die Standardabweichung ist ja erstmal ein deskriptives Maß. Wenn Sie stattdessen, das ist jetzt wirklich ein gehöriger Unterschied zwischen diesem blauen Strich, den Sie hier sehen, dem da, und diesem schwarzen Strich, den Sie hier sehen, diesem schwarzen Intervall. Was ist dieses schwarze Intervall eigentlich? Das schwarze Intervall ist plus minus ein Standardfehler. Sehen Sie, wie dieser Standardfehler, wenn ich den abtrage, also in dem Fall sind es ja quasi zwei Standardfehler, weil es quasi dieser Mittelwert, ich kann den ja hier nochmal so einzeichnen, dieser Mittelwert, ach, das war nichts, dieser Mittelwert, genau, das ist quasi dieser Mittelwert, den habe ich bei allen drei nochmal eingezeichnet, dann ist es natürlich so viel kleiner. Sie könnten eigentlich mit aller Information, die ich Ihnen hier auf dem Slide gebe, plus Ihr Wissen über, wie der Standardfehler zustande kommt, auch gleich das hier genau rekonstruieren, warum dieser schwarze Strich genau so lang ist, wie er ist, ja, oder sagen wir mal, alles, was hier unten zu sehen ist, also das ist ja eine Standardabweichung, das hier unten ist ein Standardfehler. Dass die in genau diesem Verhältnis zueinander stehen, sollte Ihnen klar sein, wenn Sie sich die Formel für den Standardfehler nochmal angucken. Und was wir jetzt hier in lila quasi haben, ist eben ein 95% Konfidenzintervall. Und Sie sehen daran ganz schön, dass ein 95% Konfidenzintervall natürlich nichts anderes ist als ein Intervall, wo Sie quasi nicht einmal den Standardfehler geplottet haben, sondern eben zweimal, um genauer zu sein, 1,96 mal den Standardfehler in jede Richtung. Und entsprechend ist dieses Intervall hier ziemlich genau, dieses lilane, ziemlich genau zweimal so lang wie das schwarze Intervall, wo eben nur ein Standardfehler kam. Sie könnten also auch sagen, machen wir noch was weg, Sie könnten also auch sagen, Frage an Sie,
Ein wie viel Prozent Intervall ist denn das eigentlich? Ein wie viel Prozent Konfidenzintervall ist denn das? Können Sie sich selber nochmal fragen. Also dieses Schwarze hier ist auch ein Konfidenzintervall, aber mit wie viel Prozent Sicherheit? So, wir haben hier also gesehen, das Konfidenzintervall, das sieht man hier nochmal in lila, überdeckt keineswegs die ganzen beobachteten Daten. Die Daten in der Stichprobe, die können viel, viel weiter streuen. Sondern wir berichten ja ein Konfidenzintervall für das, was wir den wahren Wert bestimmen. Und in dem Fall geht es eben um ein Konfidenzintervall für den wahren Mittelwert oder den Erwartungswert, wie wir das nennen. Und ein Konfidenzintervall für den Populationsparameter μ, für den Erwartungswert auf Populationsebene, der muss keineswegs das überdecken, was ich da in der eigentlichen Stichprobe hier in Rot gezeigt, gemessen habe. Es soll ja eben den unbekannten Populationsparameter überdecken. Genau. Ja, das haben wir, glaube ich, gerade alles besprochen. Das sehen Sie dann auf den Slides nochmal. Also, wir hatten vom Grenzwertsatz hierher dazwischen quasi noch uns die T-Verteilung angeguckt, weil wir gesagt hatten, bei kleinen Stichproben bleibt es nicht folgenlos, dass wir für diesen Standardfehler, also für die Streuung der Kennwerteverteilung, die Standardabweichung der Kennwerteverteilung, den Standardfehler, dass wir dort ja mit einer geschätzten Populationsstreuung arbeiten müssen. Wir mussten ja die Populationsstreuung Sigma immer schätzen aus der Standardabweichung. Und weil das nicht folgenlos bleibt, hatte Student oder Gossett, wie er eigentlich hieß, ja gezeigt, okay, keine Panik, das können wir auch in den Griff kriegen. Das ist halt keine Normalverteilung, sondern es ist so eine Art Stiefkind der Normalverteilung, nämlich so eine symmetrische T-Verteilung. Und je weniger N du hattest oder je weniger Freiheitsgrade du hattest, umso dicker fallen die Tails, umso fetter fallen die Schwänzchen dieser Verteilung aus. Also umso mehr Fläche, umso mehr Wahrscheinlichkeit ist noch da, dass auch mal extreme Werte auftreten. Und genau aus dem Grund, weil wir natürlich sehr oft jetzt auch Konfidenzintervalle für relativ kleine Stichproben ausrechnen wollen, ist es jetzt hier sehr naheliegend, dass wir dann nicht mit dem Z-Wert aus der Normalverteilung arbeiten. Und das ist das Einzige, was sich jetzt hier ändert, sondern mit der Fläche, die eine T-Verteilung hergibt. Wir wählen also nicht einen Z-Wert, der von einer Standardnormalverteilung die mittleren 95% uns gibt, die wir als Sicherheit wollen beim Konfidenzintervall, sondern wir wählen einen entsprechenden T-Wert, der die gleiche Operation, die gleiche Fläche abschneidet von einer T-Verteilung. Ja, immer wenn wir also eigentlich diese Schätzung hier machen müssen, ist es erstmal vielleicht ein bisschen sicherer, mit einer T-Verteilung zu arbeiten. Und ja, dem bisschen konservativen, vorsichtigen Geist geschuldet beim Schätzen, sagt man, man möchte halt eben auch jetzt nicht sozusagen zwar nach Neyman hier so eine Sicherheit behaupten, die dann gar nicht stimmt, weil sozusagen, wir hatten ja gesagt, wenn ich das alles richtig konstruiere, dann habe ich ein Intervall, was auf lange Sicht so konstruiert in 95 von 100 Fällen den wahren Parameter überdeckt. Es lässt sich halt zeigen, wenn diese Verletzung da drin ist, dass ich eben diese Schätzung machen musste, ein kleines n hatte und es eben gar nicht normal verteilt ist, dann, sondern t verteilt, dann ist letztlich mein Intervall zu klein. Sie werden also sehen, wenn Sie jetzt mal hergehen und so einen Margin of Error für irgendeinen Standardfehler, können Sie ja mal sagen, Sie gucken den Margin of Error so nach, dass Sie mit einem Z-Wert arbeiten, um 95%, die mittleren 95% zu bekommen, und einmal mit einem T-Wert. Dann werden Sie immer sehen, dass das T-Intervall entsprechend ein bisschen größer ausfällt. Ja? Und das machen wir dann eben sehr oft. Aber Sie sehen eben hier auch, natürlich bleibt das meiste wirklich dasselbe. Der Mittelwert, den Sie da einsetzen, der ist sowieso egal fürs Intervall selber. Aber hier in den Margin of Error geht der Standardfehler ein. Der hat mit Ihrer Standardabweichung in Ihrem Sample zu tun. Das nehmen Sie als Schätzung. Und mit Ihrem n, was Sie hatten, das geht da mit Wurzel n ein. Und was sich dann eben nur ändert, ist die gewählte Sicherheit Alpha und damit Alpha halbe bleibt auch gleich. Aber den Wert, den Sie einsetzen, das ist eben, wenn Sie nach einer T-Verteilung gehen, ein leicht anderer als bei einem Z-Wert. So, also jetzt können wir hier nochmal reingehen. Hier musste ich kurz schneiden, weil mein iPad abgeschmiert war. Wir können also sagen, lassen Sie uns ein Konfidenzintervall konstruieren für so eine Stichprobe von 23
Größenangaben. Dort wird im Mittel eine Größe von 168 cm berichtet mit einer Standardabweichung von 5, Stichprobenstandardabweichung. Ja? Berechnet aber, Achtung, nach der n-1-Formel, weil wir das Ganze hier ja zum Zwecke einer Schätzung gleich machen. Wir werden diese Standardabweichung natürlich gleich benutzen, um einen Standardfehler auszurechnen. Also bitte hier Inferenzstatistik die Formel mit n-1 nehmen. Aber das nehmen wir mal an, ist hier passiert. So, jetzt wollen wir hier also eine entsprechende Sicherheit haben. Wir wollen ein Konfidenzintervall konstruieren, was uns in 95% aller Fälle, wenn es so konstruiert ist, den wahren Wert überdeckt. Der Standardfehler ist simpel. Wir nehmen die Standardabweichung von 5 und teilen sie durch die Wurzel aus 23. Wurzel aus 25 wäre 5, also dann wäre es 5 durch 5, müsste irgendwas rund um 1 sein, richtig? Was hier rauskommt, und tatsächlich hier unten sehen wir es, 1,04. Und wir haben dann noch die gewünschte Sicherheit, die wir aus einer T-Tabelle ablesen. Das könnten wir tun, indem wir eben die gedruckten Tabellen nehmen, wie sie uns vorliegen oder wie sie in den Lehrbüchern hinten oft drin sind. Oder wir können auch im Internet nachschauen oder auch in Excel zum Beispiel gibt es, glaube ich, eine Funktion, die heißt in vielen Programmen TINF, die heißt also T-Inverse. Warum T-Inverse? Weil wir ja jetzt sagen, wir kommen mit einer Wahrscheinlichkeit, also eine Fläche unter einer Kurve, die wir haben wollen. Und dann schauen wir eigentlich in so einer kumulierten T-Verteilung nach, welcher T-Wert brauchen wir denn da dafür, um das abzuschneiden. Es ergibt sich dann, dass wir hier in einer T-Verteilung nachschauen müssen mit n-1 Freiheitsgraden, also mit 22 Freiheitsgraden, und haben dann also einen Margin of Error, also ein so ein Arm von unserem Konfidenzintervall wird etwa wir können ruhig sagen, wir sind ja hier in der Einheit Zentimeter, also wir können ruhig sagen, wird 2 Zentimeter groß sein oder 2,15, um genau zu sein. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, um jetzt unsere beste Punktschätzung für die mütterliche Größe auf Populationsebene, nämlich 168, zu ergänzen um ein Konfidenzintervall. Wir können sagen, und das berichtet man es dann auch oft, die mittlere Größe der Mutter betrug 168 cm. Ein 95% Konfidenzintervall reicht von 166 bis 170 cm. Sie sehen, ich lasse hier so ein bisschen einen Rundungsfehler unter den Tisch fallen. Warum tue ich das? Weil ich nie vergesse, um was es eigentlich geht. Es geht um, also das versuche ich als Statistikerin nie aus den Augen zu verlieren. Was ist eigentlich die Einheit, über die wir hier reden? Und bei der Einheit Zentimeter ist es jetzt, wäre es jetzt ein bisschen daneben, ehrlich gesagt, hier so Nachkommastellen zu berichten. Also zumindest in der Publikation oder sowas würde man bei Zentimetern sich vermutlich hier zufrieden geben. Bei Körpergrößen erst recht, das genauso zu berichten. So, das wäre dann also auch eine Darstellungsform, die man wählen kann, die ich Ihnen auch empfehlen würde. Sie berichten also tatsächlich die Daten, die Sie erhoben haben, damit sind Sie voll transparent. Sie plotten so ein Dotplot oder sowas oder auch ein Boxplot wäre auch okay, Ihrer Stichprobe und ergänzen das um eine inferenzstatistische Schätzung, die quasi mit diesem Intervall den wahren Wert überdecken soll. Ja, das ist quasi die ganze Idee, die wir hier haben. Wir wissen in diesem Fall, weil es mal wieder natürlich unsere studentische Population ist, die wir hier nutzen, unsere Hörsaalpopulation, da können wir ja immer diesen schönen Trick spielen, dass wir quasi so sagen können, wir kennen ja die Population. Und dort war es so, das kann ich ausrechnen, indem ich alle 90 Angaben nehme oder 89 oder wie viel ich dort habe. Diesem Datensatz liegt Ihnen ja auch vor in Moodle. In diesem Datensatz ist also der wahre Wert auf Populationsebene 167,4. Und da sehen wir zwei Dinge. Erstens, unsere Punktschätzung von 168 war schon nah dran. Der zentrale Grenzwertsatz hat sich verwirklicht. Und wenn wir dem weiter nachgehen und ein Konfidenzintervall konstruieren, haben wir offensichtlich hier Glück. Das System funktioniert. Die Art, solche Intervalle zu konstruieren, hat in diesem Fall funktioniert. Wir haben mit diesem Intervall den wahren Wert überdeckt. Genau, das ist die Zusammenfassung zu den Konfidenzintervallen, wie sie zu konstruieren sind. Hier unten wird nochmal, also in der Mitte hier wird nochmal unterschieden zwischen zwei Fällen,
Nämlich dem einen, wenn ich sage, ich kenne, was extrem unwahrscheinlich ist in der Praxis, muss man ehrlich sagen. Also zwei Fälle. Entweder ich kenne die Populationsstreuung oder habe sehr, sehr guten Grund, sehr, sehr gute, sichere Annahmen darüber machen zu können oder kann hier einen Wert einsetzen, von dem auszugehen ist. Dann kann ich nach einem nach der Normalverteilungstabelle vorgehen und hier ein Konfidenzintervall mit dem Z-Wert konstruieren. Oder ich bin ein bisschen vorsichtiger und sage, diese Schätzung hier, die ich hier gemacht habe, die bleibt nicht folgenlos und wahrscheinlich ist es halt also so, dass sich das eher T verteilt nach Student oder Gosset. Und entsprechend arbeite ich um die gleiche, damit die Sicherheit auch wirklich, damit das Verfahren funktioniert, damit es in 95 von 100 Fällen auch hinhaut oder in 90 von 100 oder was immer ich will, schaue ich den entsprechenden T-Wert nach. Ja? Und hier unten haben wir nochmal drei Fälle unterschieden. Ganz kurz nur, wenn ich tatsächlich sagen kann, hier so in links gezeigt, wenn ich sagen kann, N ist wirklich sehr, 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 sehr groß, dann kann ich mit der Normalverteilung arbeiten. Also da würden wir wirklich sagen, deutlich größer als 30. Vielleicht sagen wir eher, wir haben 100 Beobachtungen oder 200 oder sowas. Dann ist die Z. Dann geht auch, wie gesagt, die T-Tabelle quasi in die Z-Tabelle über. Dann kann man das Konfidenzintervall völlig problemlos und sicher mit einer Z-Verteilung schätzen. Und wenn es nicht der Fall ist, ich quasi eher so einen ganz typischen Fall von, sagen wir mal, einer kleinen Bachelorarbeit habe, dann würde ich den Standardfehler eben, muss ich von ausgehen, dass das alles nur T verteilt ist, mit N-1 Freiheitsgraden. Und ich kann auch noch, das soll hier zumindest erwähnt werden, auch wenn wir es in der Statistik 1 gar nicht mehr berühren, in der Statistik 2 kurz machen, es gibt natürlich moderne Verfahren, die eben gar nicht auf diese letztlich hypothetische Annahme zurückgreifen, dass der Mittelwert sich schon nach dem zentralen Grenzwert irgendwie verteilen wird, sondern die sagen, wir testen das einfach selber per sogenanntem Resampling an der Stichprobe selber aus. Wir machen quasi so ein Resampling mit unserer Stichprobe, indem wir 1000 neue Stichproben oder 10.000 neue Stichproben aus unserer Stichprobe generieren. Dieses Verfahren nennt man Bootstrapping und damit lassen sich sehr schön auch Kennwerteverteilungen, also Sampling Distributions machen. Und wenn man Sampling Distributions machen kann, das haben Sie heute gelernt, wenn ich eine Sampling Distribution kenne und das flankiere mit einer gewünschten Sicherheit oder Unsicherheit, dann kann ich sozusagen sagen, in wie viel Standardabweichungen meiner Sampling Distribution liegt denn wie viel Unsicherheit oder Sicherheit, dann kann ich Konfidenzintervalle ausrechnen. Also, die zwei hier in der Mitte gezeigten Fälle sind die zwei, die Sie kennen müssen und die Sie auch von Hand jetzt gerne mal ausrechnen können. Danke und bis zum nächsten Mal.